Hallo zusammen und willkommen. Eine Gelbfärbung der Zähne sieht nicht nur unschön aus, sie kann auch auf ein körperliches Leiden hindeuten. Zumeist entstehen die unschönen Verfärbungen infolge einer einseitigen oder ungesunden Ernährung. Glücklicherweise gibt es einige Hausmittel, mit denen gelbe Zähne wieder weiß werden. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos, die wir täglich für dich hochladen. Orangenschalen machen die Zähne wieder weiß. Eines der bewährtesten Mittel gegen gelbe Zähne sind Orangenschalen. Die Schalen wirken wie eine Art natürlicher Schleifstein und enthalten viele wertvolle Stoffe, die den Plaque auf natürliche Weise zersetzen. Die Anwendung erfolgt dabei, indem die Orangenschale über die Zähne gerieben wird. Anschließend den Mund ausspülen und die Anwendung bei Bedarf wiederholen. Die ersten Besserungen sollten sich bereits nach wenigen Tagen einstellen. Neben Orangenschalen lassen sich auch Bananen- oder Apfelschalen verwenden, um die Zähne aufzuhellen. Der Effekt ist immer ähnlich, nur die jeweiligen Inhaltsstoffe unterscheiden sich. Orangenschalen sind aufgrund der enthaltenen Säuren besonders wirksam, da diese die Belege direkt zersetzen. Aber auch Knoblauch hilft gegen gelbe Zähne. Knoblauch ist ebenfalls ein bewährtes Mittel zur Zahnaufhellung. Die Knolle ist reich an Vitaminen und Mineralien, enthält aber auch viele Antioxidantien. Knoblauch macht die Zähne weiß, indem der Plaque sanft abgerieben wird und die wertvollen Inhaltsstoffe Rückstände auf den Zähnen zersetzen. Auch die Zwiebel kann gegen gelbliche Verfärbung eingesetzt werden. Ebenfalls eine Knollenpflanze enthält sie Vitamin B1 und B2, aber auch sehr viel Kalium und Kupfer, welches unter anderem auch für die Zahngesundheit eine Rolle spielt. Aufgrund des auffälligen Geruchs von Knoblauch und Zwiebeln sollten die Zähne nach der Anwendung gründlich geputzt werden. Knoblauch und Zwiebeln lassen sich auf unterschiedliche Weisen als natürliches Zahnbleaching einsetzen. Zunächst können die Schalen der Pflanzen über die Zähne gerieben werden. Diese Methode ist effektiv, bietet sich jedoch nur bei leichten Verfärbungen an. Es empfiehlt sich, eine Paste aus den Knollen herzustellen und damit die Zähne zu putzen. Auch hier sollten schon nach wenigen Tagen erste Verbesserungen zu sehen sein. Weiterhin hilfreich sind Kurkuma, Äpfel und weitere natürliche Zahnaufheller. Neben Orangenschalen, Knoblauch und Zwiebeln bietet der Markt noch weitere natürliche Zahnaufheller. Besonders bewährt hat sich etwa Kurkuma. Die Pflanze aus der Familie der Ingwergewächse enthält unter anderem Stoffe, die für den Zellschutz wichtig sind und erfüllt ähnlich wie Orangen- oder Bananenschalen wichtige Reibungseigenschaften. Äpfel werden nicht nur in Werbespots gerne als Synonym für weiße Zähne verwendet. Das gesunde Obst ist ein wirksames Mittel, wenn die Zähne gelbe Verfärbung aufweisen. Kommt es nach dem Konsum von Kaffee oder durch natürliche Alterungserscheinung zu Verfärbungen, kann es schon helfen, einen rohen Apfel zu essen. Die Schale reibt den Plaque auf natürliche Weise ab, während die in vielen enthaltenen Säuren zur Zersetzung der Rückstände beitragen. Andere oftmals empfohlene Mittel wie Backpulver sind nicht zu empfehlen. Sie können die empfindliche Oberflächenstruktur der Zähne schädigen und dazu führen, dass das darunterliegende gelbe Zahnschmelz noch deutlicher sichtbar wird. Wann aber nun solltest du mit Zahnverfärbung zum Zahnarzt gehen? Gelbliche Verfärbungen auf den Zähnen können die unterschiedlichsten Ursachen haben. Sei es die Ernährung, das Alter oder eine Einschränkung. In den meisten Fällen liegt eine harmlose Ursache zugrunde und die Verfärbungen lassen sich einfach wieder beheben. Und das eben, indem du die richtigen Nahrungsmittel verzehrst. Mit Knoblauch oder Orangenschalen, Apfelschalen oder Kurkuma lassen sich Gelbfärbungen beseitigen, ohne dass zu künstliche Zahnaufheller gegriffen werden muss. Sollten die Verfärbungen jedoch besonders stark sein und als störend empfunden werden, bietet sich natürlich eine professionelle Zahnreinigung an. Hierbei reinigt der Zahnarzt die Zähne und entfernt sämtliche Rückstände. Das Ergebnis sind deutlich weißere Zähne. Auch wenn der Verdacht besteht, dass die gelben Zähne auf eine Erkrankung zurückzuführen sind, empfiehlt sich ein Arztbesuch. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.